Malen und Zeichnen ist für Pepe España ein innerer Drang, seine Berufung. Pepe España lebt ein Leben für die Kunst. Der heute 75-jährige Spanier ist in Malaga aufgewachsen und kam vor mehr als 20 Jahren in die Schweiz. Hier in Lattrigen bei Biel lebt er seit 15 Jahren zusammen mit seiner Frau Rosemarie. Nach Aufenthalten in Bern und in Aarau entstanden auch hier im Lattriger Atelier zahlreiche und unterschiedlichste Kunstwerke. Je nach Lebens- und Schaffensweise drückte sich Pepe España in seiner ganz eigenen Art und Weise aus, immer wieder mit einem neuen Stil und mit neuen Ideen. Seit nun über 40 Jahren widmet er sich ausschließlich seiner Leidenschaft, der Kunst. Im Herbst 2001, kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, verliert Pepe España fast sein ganzes Augenlicht. Innerhalb weniger Wochen reduziert sich seine Sehkraft auf knapp 5%. Er leidet an der sogenannten Makuladegeneration. Ein harter Schlag. Es folgt eine Zeit der Dunkelheit und der Verzweiflung. Doch Pepe kann und will seine Kunst nicht aufgeben. Im Februar 2002 beginnt er plötzlich wieder zu zeichnen. Sein innerer Drang zu malen ist stärker als der innere Schmerz. Er lernt zu akzeptieren, dass er nicht mehr sehen und erkennen kann, was er gemalt hatte. Als erstes zeichnet Pepe España mit Filzstift und Kreide auf Papier. Etwas später folgen farbenfrohe Bilder. Der langjährige Freund und Weggefährte von Pepe España, Andreas Rötlisberger, brachte im Frühjahr 2005 den dritten Künstlerband heraus. Das Buch zeigt eine Retrospektive der Werke von 1994 bis 2004. Gleichzeitig zur Veröffentlichung organisierte Andreas Rötlisberger eine Ausstellung in Meisterschwanden. Es una alegría, ¿no? Pero en mi situación no puedo disfrutar de ver las cosas, ¿no? Pero bueno, están ahí. Hay gente muy agradable que te felicita, ¿no? Y hablan contigo y te dicen esto, lo otro. Gracias.
mehr raus über das Schaffen dieses Künstlers. Pepe España hat noch nie jemanden zusehen lassen, wenn er ein Bild malt. Er will immer ganz alleine sein. Hier hat sich Pepe ausnahmsweise selber gefilmt und ermöglicht somit einen einmaligen Einblick in seine Arbeitsweise. Como rosa la tanguera, pero nadie lo cantaba. Como rosa la tanguera, con el tango tarango y tango, con el tango tarango y qué, con el tango tarango y tango, con el tango que mire usted. Bueno, vamos a preparar la faena. A ver si estamos inspirados, porque vamos, tengo una cabeza, llevo unos días que me rondan una cantidad de ideas terribles. Tenía Antonia la gamba, en cada ojo un candil, y se ponía en su pelo un ramo de perejil, y se ponía en su pelo con el tango, tarango y tango. Un ramo de perejil. Bueno, el lienzo antes de empezarlo hay que prepararlo, adorarlo y acariciarlo como una hembra, como una mujer bonita, para que luego dé su fruto, eso es, dé su fruto. A ver qué pasa, a ver si estamos inspirados. Cantaba Malena el tango. Cantaba Malena el tango en un café de Sevilla. Cuando Malena cantaba, corría la manzanilla. Cuando Malena bailaba con el tango, tarango y tango, corría la manzanilla. El de Málaga, con el tango, tarango. Thank you.
Entonces, vamos a ver la cosa como es. Toque final. Toque final. Puede ser así. Este toque. Tan de Pepe. Como dice. Ya hay otro Pepe España. ¿Eh? Otro Pepe España. Otro Pepe España. ¿Qué? Otro Pepe España. Sí, señor. Puede ser así, ¿no? Otro Pepe España. Bueno, pues ya tenemos otro lienzo aquí. Ya tenemos otro lienzo, señor. Otro Pepe España. Pepe España, cojonudo. Un Pepe España, cojonudo, sí, señor. España cojonudo. Y va Málaga que tiene el sol y los mares buenos, las mujeres bonitas y los pintores con cojones buenos. A pintar, a pintar, a pintar, qué alegría me da. Vamos a poner la firma aquí. La firma. Pepe. España, 89. So. Aus. Tema del amor, la alegría de amar. Son mis temas. Mis temas son, me preguntan que mis temas son la vida. Pinto el amor, pinto la vida. La mano te se va sola porque produce todo eso, tu cuerpo, tu organismo te lo va lleno. ¡Pa! Y sale la expresión creativa esa. ¡Pa! Ahí está el tío ese que... Eso. Eso es arte, ya está. Y luego después, eso que lo comunicas a los demás, que sientes a los demás, le haces ver a los demás cosas. ¿Qué? Mucho último. Bueno, pues ya está. Ya 20 años que no exponía y ya me invitaron a la galería para exponer en Málaga y yo a Málaga no podía negarme, ¿no? Porque siempre estoy en el extranjero exponiendo y aquí estamos, ya he colgado las cosas aquí, ya estamos pues,
Toda esta obra de estreno la he hecho para aquí, ¿no? Para estrenarla en Málaga. Y parece ser que le gusta a todo el mundo y yo muy contento, muy contentísimo. Wenn ein Künstler den Weg der Abstraktion geht, dann nimmt er von seinen Figuren immer mehr Farbe und Schattierung weg. In der Konsequenz bedeutet dies, dass er schließlich zur Linie gelangt. Er benötigt nun keine Schattierungen mehr, um Volumen auszudrücken. In seiner Linie schwingt als Konzentrat die Form, das Volumen, der Ausdruck. Pepe España erreichte dieses Ziel Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Seine linearen Federzeichnungen aus diesen Jahren, in denen er manches Mal die Feder nur einmal ansetzte, sind berühmt. Da er an diesem Punkt nicht stehen bleiben konnte, begann er, die eben gewonnene lineare Form auseinanderzureißen. Er komponierte und dekomponierte seine Figuren gleichzeitig und ließ sie in viele Teilfiguren zerspringen, die aber immer Teil des Ganzen blieben. Diese Periode, Pepe España nennt sie Periodo Abstracto, wird zu einer Schlüsselphase seines Schaffens. Hier entwickelt sich Pepe España den Freiraum und die Freiheit, seine Figuren entsprechend ihrem inneren Ausdruck äußerlich zu gestalten.